Ich frage mich manchmal echt, warum die jetzt noch drauf gehen. Wie viel Kohle haben wir denn jetzt hier? So was? Hier raus. Hier rein. Das reicht. Wir haben auch die Kohle hier. Ich muss jetzt Richtung Erkundung gehen als nächstes. Ja. Aber es ist erträglich. Ich habe noch 43 Leute, das ist einfach gar nichts mehr. Es sind noch mehr in der Kampfarena, das ist gar nicht schlecht. Muss halt irgendwie an Ressourcen jetzt an Essen kommen. Wo kann ich den Stahl abbauen? Prima. Wie viel kriegt man denn hier raus? 1,2 die Stunde. Brauch mehr Holz. Dann wird's leer gehauen, dann leer gemacht. Jetzt wird's bald richtig ekelhaft. Jetzt habe ich halt echt das Problem, dass mir so viele Leute schon gestorben sind. Wir sterben halt weiter. Kein Stahl. Ich brauche keine Heizung gerade. Passt doch. Noch. Nicht mehr lang, aber gerade passt's noch. Ja, jetzt habe ich hier ein Problem. Boah, das ist nicht gut.
Ich habe einfach keine Leute mehr. Scheiß ich drauf. Damit. Problem ist aber auch, dass sie wirklich bei jedem scheiß Husten sterben. Stahl. Ich weiß ja manchmal nicht mehr noch, woran die sterben. Ich glaube, ich hab's verkackt. Oh, ich hab echt 5, 8 Kinder. Cool. Warum nicht mal? Oh, dann sitzt du doch lieber hier ein. Ich könnte ja auch hier arbeiten. Oh, das ist auch viel besser. Hört mal auf, eure Arme zu verlieren. Naja, es ist nicht schön, was wir haben. Wir leben zwar noch, aber das war's auch schon. Da fehlt mehr Stahl. Hier produziert ihr 0,7 die Stunde und hier... Keine Ahnung, was ihr da rauskriegt. Nicht die Welt anscheinend. Kinder? 0% Effizienz? Das gefällt mir nicht. Kinder sind krank, schätze ich mal. Ah, endlich. Hilf mal hier mit. Wir kommen noch über die Runden, aber es wird bald richtig hässlich.
Lagerhaus sieht für mich am besten aus, gerade. Problem ist, jetzt komme ich überhaupt nicht mehr weiter mit Technologie. Ich glaube, ich mache wieder das gleiche. Ich habe wieder das gleiche Problem dann, dass ich absolut festhängen werde. Ja, Arschkarte. Zu kalt. Mehr Holz bitte. Ich müsste halt nur so weit kommen, dass ich Automatone habe. Also, wie lange das? Halt ihr das 2 Tage durch? Ich glaube nicht. Muss halt irgendwie die nächste Forschung schaffen. Wenn ich Glück habe, gehen die halt einfach alle drauf. Kind hat sich bei der Arbeit ablenken lassen, wurde verletzt. Der Unfall war nicht sehr ernst und allein dem Leichtsinn des Kindes geschuldet. Gib dem Kind einen Tag frei. Schimpft das Kind wegen seiner Fahrlässigkeit aus. Ach, man kann nicht zwei Sachen verlieren, sehe ich gerade. Wir müssen jetzt schnell genug sterben. Tatsächlich, damit ich das schaffen kann. Wie kriege ich die Leute schneller zum Tod? Die haben 50 Grad draußen schlafen müssen.
Hier wird gearbeitet, bis du drauf gehst. Die sterben nicht, oder? Ey, ihr müsst jetzt alle sterben. Jetzt habe ich ein Problem. Habe ich jetzt schon genug? Wo sind noch Ingenieure hier? Zeichenmaschinen. Ich habe doch Ingenieure beschäftigt, oder nicht? Ja, hier. Zeichenmaschinen. Ist noch irgendwo Ingenieure? Auch. Ich sterbe nicht schnell genug. Stufe 1 aber nur. Mal überlegen. Reicht das? Überstunden. Wo denn noch? Schade. Schade, hätte auch noch reichen können. Ja. Versuchen wir's. Ich trinke erstmal ein kühles Getränk. Sag mal, ich möchte nicht meckern, aber die Autosaves sind teilweise richtig scheiße gesetzt in dem Spiel. Machen. Ja, es gibt auch tolle Suppe. Wie könnt ihr denn verhungern? Ihr habt doch Essen. Geht direkt wieder so weiter wie vorher.
hier nicht noch irgendwo Stahl gehabt? Wer braucht dich? Ja, das könnte ein bisschen knapp werden. Haben wir noch Holzkisten? Was ist noch die hier? Wenn wir die wechseln, war es das. Vielleicht hätte ich erstmal das Sägewerk machen sollen. Sollte ich von an. Vielleicht muss ich einfach nochmal neu starten und von Anfang an Kinderarbeit befürworten. Ja, wisst ihr was? Das machen wir auch. Ich vergesse tatsächlich immer, dass es Kinderarbeit eigentlich gibt. Es ist nicht die feine Englische, aber damit könnte ich tatsächlich durchboxen. Und vielleicht soll ich auch einfach mal schilden. Klingt nett. Klingt chillig. Machen wir das doch als erstes. Listen everyone. New law is signed. Ja. Vielleicht für den Anfang ein bisschen extra Holz. Mal überlegen. Ich will tatsächlich möglichst schnell in die Fabrik kommen. Also fangen wir mal damit wirklich an. Und gucken mal, gehen mal ausnahmsweise dann auf die Jagdhütten. Ja. Wo habe ich die Ingenieure noch drin? Ihr helft. Oh, da kommt hier alle 15 sogar.
Suppe als nächstes. Naja, Suppe ist jetzt nicht so schlimm. Klar, immer nur Suppe ist auch scheiße, aber... Okay, nach ist schon mal keiner erfroren, das ist schon mal ein Anfang. Halt. Noch ein bisschen noch. Danach gehen wir direkt auf Holz. Ist ja auch nicht schlecht. Aber das Sägewerk, weil es ist ein bisschen wärmer. Was jetzt? Wir halten das etwa einen Tag. Trotzdem machen wir Suppe. Ein Sanitätshaus bitte. Bin schon dran. Hear me, hear me. New law in the city. Okay, ist aber gemacht, das ist schon mal schön. Friedhof darf ich auch nicht zu lange warten. Keine Ausnahmen. Es geht ums Überleben. Früher mussten Kinder auch arbeiten, also... Wir können uns das nicht leisten, tatsächlich. Was für ein Brot, hier gibt es kein Brot mehr. Oh ja, das ist wesentlich besser als mit dem Dingens. Geht ihn gleich durch. Nein. Dann könnte ich direkt eine Fabrik bauen. Wenn ich einen Automaton hinkriege, wäre das super cool. In Kombination mit einer Mine. Listen.
Listen, everyone. New law is signed. Das müssen wir jetzt auch ausnutzen. Ja, hier gibt es keine verlängerten Schichten. Okay. Einen Tag haben wir jetzt noch. So, die Zeichenmaschinen, bitte. Schneller. Hört mal auf. Macht hier mit. Ich weiß nicht, was verlangen die Eltern, das arbeitende Kind zu erhalten. Nein. So, was kann ich mir die leisten? Die kostet gar nicht viel. Jetzt brauche ich bloß noch 100 mal Holz erstmal. Beziehungsweise fangen wir mal an. Schnauze. Finish your labors, people. The work day is up. Jetzt gehen sie halt alle wieder drauf. Oh, das ist jetzt schlecht. Darauf habe ich nicht geachtet. Die Fabrik haben wir ja fast. Wenn ich dann schon mal ein Automaton habe. Dann ist es eine große Bereicherung für uns. Okay, Fabrikhammer. Kohleabbau. Mhm. Bauen wir den Kohleabbau an, glaube ich. Boah. Da fehlen mir ein paar Ressourcen.
Okay, wenn die fertig sind, wird bloß noch Stahlwerk. Ah, habe ich verstanden. Noch ein Gesetz machen. Ja.